Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, zu einer neuen Soma Custom Kampagne, nämlich zu Fuga, Version 1.3. Custom Musik im Hauptmenü, sehr schön. Ihr seht wieder ein eigenes Hauptmenü, ähnlich wie bei Surface. Und man soll laut dem Map-Ersteller 30 bis 45 Minuten Gameplay erwarten. Und guck mal, dieser Zitter-Effekt bei Fuga ist sogar geändert worden. Wir hatten das ja bei Surface auch, dass da ein Soma stand, während das Bild so verruckelt ist. Hier steht sogar Fuga, jetzt gleich. Ihr habt es gesehen. Also ein bisschen anders gemacht, wobei ich das mit Surface Soma auch cool fand. Damit, das war praktisch noch so ein Hinweis darauf, ja, es ist ja Soma. Sollte man wissen, weil es ja, gibt ja keine Standalone-Mods, aber ist ja egal. So, wir machen mal ein neues Spiel. Halt, wir machen als allererstes mal, das darf ich natürlich nicht vergessen. Das muss man leider bei jeder Mod neu einstellen, weil jede Mod praktisch ein eigenständiges Spiel irgendwo ist. So, neues Spiel. Wir haben keinen Spielstand, zumindest nicht in dieser Mod. Das Ganze ist blind, möchte ich nochmal erwähnen. Und ich richte mal die Kamera ein bisschen aus. So. Das Ganze ist blind. Und wir gucken mal rein. Aber meine Erwartungshaltung ist jetzt schon irgendwie relativ hoch. 30 bis 40 Minuten Gameplay, das hört sich schon nach Surface an. Okay. Fuck, it's after me! Just gonna find a place to hide. Kenne ich. Okay, wir konnten gerade nichts machen, außer uns ein bisschen umschauen. Ugh, what's happening? What do I do? It's so dark. Just gotta feel my way around. Find a light switch. Custom Sprachausgabe. Sehr stark. Wir sollen einen Lichtschalter finden. Oh, es wurde gerade von sich aus hell. Ob das ein gutes Zeichen ist? Da möchte ich auf keinen Fall rein. Was ist das für ein Kabel? A killer robot was coming. Though that's not the biggest problem. But that has nothing to do with me. I'm okay. I'm okay. Anyway, I'm trapped, so I have to escape. Guter Plan. Warte, 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 da kommen wir drüber. Der speichert mir ein bisschen zu oft, das macht mir Angst. Bis jetzt war ja kaum eine Map so richtig gruselig, muss ich ja sagen. Das kann sich ja immer noch ändern. Nicht wegschmeißen, das ist viel zu laut. So, warte. Oh, ich häng fest. Hallo? Kann ich den nicht drehen? Ich kann ihn nicht drehen, das ist super. Dann nehmen wir den hier mit. Warum speichert der so oft? Komm, 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 da kommen wir rüber, da kommen wir rüber. Jawoll! Sind die über so kleinen Farbeimer? Was ist das hier für ein Raum? Sollen wir da runter? Ich glaube kaum, ne? Ah! Da oben ist noch ein Schalter. Da ist noch ein Schalter. Was zur Hölle? Ja, das mit den Kisten, das erinnert eher an ein Mario-Hack als an eine Soma-Mod. Das macht nicht wirklich Sinn, aber okay. Scheiß drauf. Ach, halt's Maul. Wie geil ist das denn eigentlich getriggert? Uhaha. Ach ja. Ha, wie viel Lust ich habe, da jetzt reinzugehen. Das erinnert mich sauer an Choir 4 mit den ganzen Triggern. Jetzt jagt mich was. Jetzt jagt mich was.
There's no robot. It's all in my mind. I have got nothing to fear. Das ist einer von diesen Vogelstrauß-Robotern. Die waren ja ganz okay. Es gibt nichts, wovor ich mich fürchten muss. Das ist eine komische Mod, die macht mir Angst, die ist richtig Psycho. Nein, wir gehen da jetzt nicht sofort rein. Und sah sie komisch alles so. Das ist ja sehr seltsam. Das ist ja alles sehr, sehr seltsam. Vor allem, wie kommen wir jetzt zurück? Ich habe ja gar keinen Stuhl, um da wieder rüber zu klettern. That was unpleasant. But as long as I escape, then everything will be fine. Das Lied kenne ich. Ich liebe es. Das ist eins von den Soma-Liedern aus dem Spiel. Und ich muss zugeben, für alle, die es nicht wissen, ich habe eine Freundin, die ein bisschen weiter weg wohnt. Und bevor ich das letzte Mal mit dem Auto zu ihr gefahren bin, habe ich mir eine CD gebrannt. Vielmehr das vorletzte Mal, es war so im Oktober rum. Und dort waren alle Soma-Soundtracks drauf, zumindest alle, die man auf YouTube finden konnte. Und eben auch das Lied hier. Also wirklich, Miko Tamiya, muss man sagen, macht große Arbeit für Frictional Games. So. Jetzt sind hier neue Lichter angegangen. Gehen wir doch mal gerne rein, was? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendein verrückter Maler ist hier wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich so wie bei... Wie heißt dieses Spiel nochmal? Ja, da will ich jetzt unbedingt rein. Da hinten ist irgendwas. Das Spiel heißt Layers of Fear. Da geht es ja auch um verrückten Maler. Und ich glaube, hier auch so viele Farbeimer wie hier überall sind. Ich will hier nicht rein, aber ich muss. It's too far. It's too dangerous. I can't do it. Oh. Gar nicht dieser Soma-typische Bildschirm, ne? Hier soll ich gar nicht lang. Ich wüsste zu gern, was da hinten so grün schimmert. Aber hier können wir noch nicht lang. Das wird bestimmt noch getriggert. Warum sind die Türen denn jetzt eigentlich zu? Wir müssen da lang, scheinbar. Also der Ersteller der Mod, muss man sagen, kennt sich scheinbar gut mit dem Triggern von Sachen aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe, man hört die... Ja, oder den Sarkasmus raus. Da kommen wir doch niemals drüber. Oder ist das von Soma oder ist das remixed oder so? Ich glaube, es ist remixed oder ist es sogar was ganz Eigenes. Das hört sich ein bisschen wie ein Remix an. Wow! Wie weit kann man hier springen? Also weit konnte man im normalen Soma nicht springen. Das erinnert mich zu sehr an Afraid of Monsters. Ich bin tot! Aber an sich war das schon richtig, was wir gemacht haben. Oh nein, ey, das ist so gruselig einfach mit diesen Punkten. Huyasha, hua! Na, wird da voll. Das merkt man. Wird da total geschoben. Das erinnert mich jetzt sehr an Chabaluga TV. Then I will escape. I will be safe.
I won't have to think about the comet. I won't have to think about the project. I won't have to think about her. Was? Das hört sich total nach Core 4 an, ne? So, da wurde wieder irgendwas gespeichert, irgendwas getriggert wahrscheinlich. Warum leuchten hier die Pflanzen? Ich weiß es nicht. Ich will hier gar nicht sein. Ich will hier gar nicht sein. Ich will hier gar nicht sein. Wow. Wo sind wir denn hier? Sehr coole Mod. Sehr strange Mod. Ich bin noch nicht sicher, ob ich diese Mod mag. Hier ist Wasser. Ach, hier sind. No, 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 no. I am not in the room. I am in a far away jungle. Not supposed to reach me here. Die rennen auch von selbst manchmal, das wissen wir noch aus Soma. Ich glaube, diesmal müssen wir wirklich an ihm vorbeikommen, ne? Wie zur Hölle kam der hier rein? Kann der hier durchrennen? Soundeffekt ist nicht schlecht. Das war viel zu einfach, das war viel zu einfach. Natürlich. Warum ruckelt das Spiel denn hier so bitte? Aber wenn ihr euch wundert, warum das Spiel gerade so unflüssig läuft bei euch, liegt nicht an euch, es liegt tatsächlich daran. Fuck. I guess there really is no escape after all. The fucking comet is coming. First, there will be a flood. Then, everything will be on fire. Before that happens, I need to talk to her. That's right. We can still finish the experiment. Was für ein Experiment? No, there's no way I could do that. There has to be a ladder somewhere.